Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Heute haben wir für euch Neues von AIDA Perla. Dann haben wir ganz viel erreicht dieses Jahr mit Fly and Help. Und zuletzt Pfarrer Gerion Alter, wie jedes Jahr. Anfang Dezember ging es wieder los mit der AIDA Perla rund um die Kanaren. Und wir haben uns richtig gefreut, dass die Gäste so glücklich waren. Und noch mehr haben wir uns gefreut, dass die Gäste auch bereit waren, das vor der Kamera mal zu sagen. Es hat ihnen richtig gut gefallen. Guck mal. Also ich fand es sehr schön. Es war meine erste Kreuzfahrt tatsächlich. Ich war noch nie auf einem Schiff vorher. Vorher war ich nicht begeistert. Also als es hieß, wir gehen auf eine Kreuzfahrt, war ich so, muss das sein? Aber jetzt bin ich überzeugt tatsächlich. Mir hat es super gefallen und ich würde wiederkommen. Das hätte ich nie gedacht vor der Reise. Wir haben es wirklich genossen, wieder an Bord zu sein. Wir haben das so lange vermisst und wir fanden es jetzt auch wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir sagen, Mensch, wir probieren es doch. Und das ist hier ein ganz sicherer Ort für uns. Man muss keine Angst haben. Und das Konzept, das passt auch. Und auch die Ausflüge waren schön. Ja? Also wir haben das Schnorcheln gehabt gestern. Kleine Gruppe, überschaubar, alles schön und viel Spaß gehabt. Und wir sind richtig froh, dass wir diesen harten Winter für Deutschland jetzt hier nochmal in einer Woche richtig schön ausklingen lassen können. Dass wir sagen, hey, super, wir haben jetzt Kraft getankt. Und dass wir die schwere Zeit weiter überstehen. Es war einfach eine wunderschöne Reise und eigentlich möchte ich gar nicht nach Hause. Möchte ich gerne noch 7 Tage bleiben. Ist immer Gänsehaut. Ja. Also war wie vor 2 Jahren, als wären wir gar nicht weg gewesen, muss man einfach sagen. Und letzter Tag war, wie man sieht, schlimm für uns. Also. Das erste Mal nach 2 Jahren wieder mit der AIDA war richtig toll. Die Schmetterlinge im Bauch. Es war natürlich eine andere Reise. Wir sind aber froh, dass es euch noch gibt und hoffen, dass es euch noch lange weitergibt. Und deswegen werden wir auch weiterhin euch unterstützen. Für uns alle bei AIDA an Bord und an Land ist die Zusammenarbeit mit Fly and Help und Rainer Meutsch eine richtige Herzensangelegenheit. Und natürlich haben wir uns riesig gefreut, dass wir auch in diesem schwierigen Jahr gemeinsam ganz viel erreicht haben. Vor geraumer Zeit begann mir die Kooperation mit meiner Stiftung und der AIDA. Wir haben in den letzten Jahren viel erreicht. So konnten wir allein in diesem Jahr 5 weitere Schulen eröffnen. In Indonesien, auf den Philippinen, in Indien, in Haiti und in Namibia. Und ein wichtiges Thema, was da eben auch ist, Schulbildung, weil wir glauben, auch so wie Rainer Meutsch, dass das die Grundlage ist für spätere Ausbildung, für einen Job zu bekommen. Und vielleicht aber auch eine Karriere bei uns an Bord zu machen. Und von daher waren wir sehr glücklich, im Mai 2019 unsere erste gemeinsame Schule in Cebu, was eine Insel auf den Philippinen ist, zu öffnen. Diese Schule ist mitten in einem Slum, wo es bisher eben keine entsprechende Einrichtung gab und gibt eben die Möglichkeit der Kinder, die eben regelmäßig diese Schule zu besuchen und da den ersten Grundstein in ihre Bildung zu setzen. Ich glaube, wenn man jetzt in diese glücklichen Gesichter der Kinder schauen kann, freuen wir uns wirklich sehr, dass dieses Projekt so erfolgreich jetzt hier umgesetzt werden konnte. Tausende von Kindern lernen rechnen, lesen und schreiben, können dadurch durch unsere Hilfe ein selbstbestimmtes Leben leben, fallen nicht irgendwelchen Despoten in die Hände. Nein, sie können in ihrem Land glücklich sein und dort ihre Zukunft leben. Das ist unser Ziel. Jede Spende kommt 1:1 an. Sämtliche Verwaltungskosten übernehme ich oder Sponsoren unterstützen dies. Und dafür möchte ich mich auch sehr bedanken, alle unsere Gäste, die uns die letzten 2,5 Jahre auf diesem Weg schon unterstützt haben, weil neben unserem ersten Projekt auf den Philippinen, was wie gesagt im Mai 2019 schon eröffnet worden ist, konnten wir jetzt in 2020 5 weitere Projekte umsetzen. AIDA, ein so wunderbarer Partner an unserer Seite. Und Albert Schweitzer sagte mal, im Leben kommt es nicht nur auf die Helfer drauf an, sondern auch auf die Helfer der Helfer. Und das sind Sie. Ich denke, gerade mit dem Engagement, was wir mit AIDA Cruise & Help eben gemeinsam aufgebaut haben, die Geschichten zu erzählen, entweder die Heimatländer unserer Crewmitglieder vorzustellen,
aber letztendlich teilweise auch die Destinationen, die wir anreisen, weil auch da sind wir natürlich weltweit unterwegs. Und zum Beispiel ein Projekt ist relativ genau vor einem Jahr zustande gekommen, wo die Gäste auf Aida Blue, die im Indischen Ozean unterwegs gewesen ist, eben an Bord gesagt haben, wir möchten gerne für eine Schule sammeln auf Madagaskar. Und das ist ein Projekt, was letztes Jahr zusammengekommen ist und jetzt auch in der Bauphase ist und wo wir davon ausgehen, dass das 2021 dann noch abgeschlossen werden kann. Und das zeigt wirklich genau diese Verbindung aus unseren Gästen, die eben die Reisen, die wir anbieten und auch die Destinationen, die wir besuchen, natürlich wahrnehmen und auch da uns, unseren Bemühungen unterstützen, auch da noch mehr gemeinsam zu machen. Und es geht weiter. Weitere 6 Schulen in Entwicklungsländern sind von Geldern der AIDA, von ihren Spenden im Bau. Und hoffen natürlich auch auf weitere Unterstützung unserer Gäste und unserer Crew dann auch in 2021, um viele weitere Schulen eben in dieser Welt zu bauen, wo diese Unterstützung notwendig ist. Und einmal in diese glücklichen Augen zu schauen, einmal das selbst zu erleben, das macht unendlich glücklich. Und Glück vermehrt sich nur dann, wenn man es teilt. Also, lasst uns auch in schwierigen Zeiten nicht nachlassen, an die Kinder dort in den entlegensten Ecken zu denken, dass sie auch die Bildungsmöglichkeit erhalten. Dafür vielen, vielen Dank, auch in diesen schwierigen Zeiten uns dabei weiter zu unterstützen. Und ich freue mich auf viele weitere gemeinsame Projekte. Schöne Weihnachten. Eine liebgewonnene Tradition wie jedes Jahr ist Pfarrer Gerion Alter, der zum Jahresende uns ein bisschen was mitgibt für die Zeit zwischen den Jahren und auch fürs nächste Jahr. Und das hat er auch dieses Mal wirklich wieder gerne und ganz toll gemacht. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer des AIDA Primetime Magazins, kein Weihnachtsmarkt, kein Christmas Shopping, keine große Weihnachtsfeier und da, wo noch was möglich ist, Einschränkung, Vorsicht, und immer wieder die Sorge, ich könnte mich selbst oder andere anstecken. War es das mit dem diesjährigen Weihnachtsfest? Sie als reisefreudige Menschen sind schon in anderen Ländern gewesen. Sie wissen, dass man Weihnachten ganz unterschiedlich feiern kann. Die deutsche Weihnacht mit ihren Bräuchen und Traditionen ist ohne Zweifel was Besonderes. Aber sie ist längst nicht die einzige Möglichkeit, Weihnachten zu feiern. Und vielleicht ist es ja in diesem Jahr mal dran, dass wir uns von anderen Ländern inspirieren lassen. Denn da gibt es Weihnachtsbräuche, die durchaus pandemietauglich sind. In den USA zum Beispiel, da beschenkt man seine Nachbarn und Freunde mit gefüllten Weihnachtsstrümpfen. Warum nicht mal so ein kleines Zeichen der Verbundenheit? Für einen Menschen, der vielleicht gar nicht damit rechnet und sich riesig darüber freut. In Skandinavien geht man an den Feiertagen auf den Friedhof und zündet bunte Lichter an. Wirkt auf den ersten Blick vielleicht etwas merkwürdig, aber warum eigentlich nicht? Weihnachten mal etwas ruhiger begehen und dabei auch an die denken, die nicht mehr unter uns sind. Ich werde das in diesem Jahr ganz sicher tun, denn mein Vater ist in diesem Sommer gestorben und ich denke, dass die Erinnerung an ihn nicht nur etwas Trauriges sein wird. Auf den Philippinen gibt es einen Weihnachtstag eigens nur für alte Menschen, die sich an Weihnachten ja oftmals verlassen und verloren fühlen. Aber vielleicht ist es gar nicht ein solcher Brauch, der Sie inspiriert. Vielleicht ist es eher ein Urlaubserlebnis, etwas, das Sie auf einer Ihrer AIDA-Reisen erlebt haben und von dem Sie sagen, das würde mir in diesem Jahr mal gut tun, das könnte ich mir an Weihnachten gut vorstellen. Was immer Ihnen einfällt, welche Idee Ihnen kommt, ich wünsche Ihnen von Herzen, dass es trotz allem ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest wird. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Und zum Schluss haben wir für euch natürlich weihnachtliche Grüße von Bord, mit tollen Bildern und wunderbarer Musik. Und jetzt wünsche ich euch frohe Weihnachten, bleibt mir gesund und ich freue mich auf nächste Woche euch wiederzusehen. Bis dann, tschüss. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we'll let it light and we banish it. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world, Christmas time. Let's say a prayer and pray for the other one.
Jetzt den Heiligen Abend mit der Crew von Aida Stella. Oder?